Yo ho, Ladies and Gentlemen, und hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark. Mein Name ist immer noch Smokey und wir gucken mal, was mit den Spot-Typen jetzt so auf sich hat hier, ne? Ich sollte vielleicht getan bleiben, gucken. Ach du Scheiße, sind das viele. Okay. Lass einfach mal da lang schleichen. Hinweis. Gegner sind ab und an abgelenkt und du bekommst nur wenig oder gar nichts von ihrer Umgebung mit. Du kannst den Gegner nun ausschalten oder zum nächsten Punkt vorrücken. Okay. Komm. Der ist tot. Na, runter. Hallo. Danke. Da steht eine ganze Gruppe. Die sehen mich aber nicht. E-Mail von John Blooming. Betreff Problem gelöst. Hallo Mr. Reading. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Sie sich nicht mehr um unser Problem kümmern müssen bezüglich der allzu neugierigsten Subjekte. Meine Schätzchen haben das bereits für uns erledigt und wir können beruhigt schlafen. Kommen Sie mich doch bitte später in meinem Arbeitszimmer besuchen. Ich muss ein paar Dinge mit Ihnen besprechen. Zwecks neuer Exponate für unsere Körperweltenausstellung. Die Akquirierung geht leider zu langsam vonstatten. Ich weiß, dass wir bereits... Ne? Hi? Runter? Ah, Ihre Sicherheitszone verlassen und Staub aufgewirbelt haben. Aber es ist sehr wichtig, dass diese Ausstellung großartig wird. Ich arbeite persönlich mit Höchstdruck daran, um die Ausstellung zu etwas ganz Besonderem zu machen. Vielleicht können wir die Aquarium ausweiten auf andere Bereiche der Stadt. Ich hätte das Hole im Auge. Dort dürfte es niemanden stören, wenn Sie mir neue Exponate besorgen, nicht wahr? Aber wie gesagt, kommen Sie erst nachher in meine Werkstatt und bringen Sie meinen Schätzchen etwas mit. Okay. Da muss ich Angst haben, vermutlich mal. Ist da sonst eh keiner, ne? Ne, nur da oben. Der sieht den aber nicht, oder? Oh ja. Nee. Doch, die sehen sich. Doch. Achte auf Sachen, die im Boden liegen und drauf sitzen und Geräusch erzeugen. Gegner bewegen sich manchmal überhaupt nicht, sondern stehen nur von der Stelle und blicken in eine bestimmte Richtung. Schalte den Gegner nun aus oder rücke zum nächsten Punkt vor. Vorsicht, dein weiterer Gegner ist nah genug, um es zu hören, wenn der Gegner aussaugen solltest. Er hat sich weggedreht, okay. Bam. Das ist auf jeden Fall tot. So viel steht fest. Wo ist der andere? Okay. Gut. Dann schauen wir, dass wir den anderen noch kriegen. Dann dreht sich nämlich auch gerade weg. Und den kann ich sogar aussaugen. Ja. Nö, nichts aufmerksam. Oh, schmeckt der gut. Und gute Nacht. So, was ist da jetzt? Eine Gruppe Gegner? Oh shit, da oben steht auch einer. Habe ich nicht irgendwie Verdunkelung? Der Museumseingang war blockiert. So würde ich nicht ins Gebäude kommen. Ich würde wohl den Verbindungstunnel im Anbau nehmen müssen, wie Rose gesagt hatte. Hier ist soweit alles klar. Keine Anzeichen von Störungen. Viele Gegner sind aufeinander abgestimmt. Behalte sie einige Zeit im Auge und versuche, ihre Routine und ihr Timing zu erfassen. Okay. Zwei kommen in meine Richtung. Einer dreht sich ganz weg. War's das? Nein. Wie komme ich daran, ohne dass ich auffalle? Okay. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Tschüss.
und tschüss. Komm nur mit. Okay. Wo ist der Nächste? Der kommt gerade wieder. Der steht so oder so nicht in der Sichtweite. Ich muss nur hinter denen kommen, sobald er sich wegdreht. Dann sollte sich das Problem erledigt haben. Ja, boah, toll, du hast eine Wache. Waffe. Kannst du dich jetzt bitte umdrehen? Perfekt. Okay. Und bam. Und Geschichte. La 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 la. Okay. Das sind überall Sachen, die Lärm machen, wenn ich drüber gehe. Muss man ja nicht, ne? Ist da ein Gegner in Hörweite? Ja, der. Ist aber, glaube ich, der Schattensprung trotzdem leiser. Als wenn ich auf Ding dreht. Auf Scherben oder so. Okay. Okay. Hi. Danke. Schön. Aber die werden doch dann alle zu Vampiren, oder? Perfekt. Wo ist noch jemand? Wow. Der Radio hat mich gar nicht erschreckt. Okay, nächster Stock. Okay, Sir. Ich habe die Notausgänge alle verriegelt und die Tür. Auf dem Bildschirm zähle ich 4. Nein, 5 Wachen. Die sind alle mit den Nerven am Ende. Da solltet ihr leichtes Spiel haben. Das Ziel habe ich bisher nicht auf dem Bildschirm. Wenn ich ihn sehe, melde ich mich. Okay. Du bist sowieso abgelenkt von deinem Technikkram. Hi. What the fuck war das gerade? Ich sollte die linke Maus das nicht nochmal loslassen. Jetzt weiß ich zumindest, was passiert. Perfekt. Rose, ich bin da. Einer der Besucher war hier. Aber ich habe mich um ihn gekümmert. Ausgezeichnet. Verbinde bitte den Transmitter, den ich dir gegeben habe, mit dem Computer. Dann kann ich ins System. In Ordnung. Sehr gut. Warte kurz. Gut, der Zugang ist nun offen, aber etwas hier ist merkwürdig. Die haben das System genutzt, um alle Ausgänge zu verriegeln. Ihre Bewaffnung und ihr Faible fürs Abknallen von Museumswachen sprechen auch dafür, dass hier etwas anders läuft. Ich melde mich. Okay, wir sind mal gespannt, was hier so passiert. Denn so SWAT-ig sind die nicht. Da steht auch nicht SWAT auf deren Rücken drauf. Sehen zwar so aus, aber sind sie nicht. Hier keine neuen Gegner hier, ne? Naja, alle tot. Super. Dann jetzt nach oben mit uns. Naja, da sollte ich mich vielleicht wieder ducken. Ja, das ist auf jeden Fall einer. Wo ist der hin? Ach, der ist über mir. Wenn der über mir ist, muss ich mir ja keine Gedanken machen, hoffentlich. Noch eine Nachricht. Das dürften die Bücher sein, die Tom haben wollte. Ah, die Bücher. Toll. Noch ein PDA, den lese ich jetzt aber nicht, ne? Erspare ich euch. Ich weiß, ihr seid nicht so die Lese-Fans. Vampir! Oh, gar nicht wahr! Kam der denn jetzt lang? Meine Güte! Vor allem, woher weiß der, dass ich ein Vampir bin? War das der Einzige? War das der Einzigste im Stockwerk da oben? Nee. Da ist noch einer. Das ist der Letzte. Sehr schön, der ist sowieso abgelenkt. Hi. Na komm. Noms, 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 noms. Einfach alles aussaugen. Dass denen das nicht aufgefallen ist, dass ich da unten alles getötet habe.
Naja, kann man nicht ändern. So, da ist nichts mehr. Freie Bahn. Rose, ich bin da. Kannst du die Tür für mich öffnen? Klar, dauert nur einen Moment. Dieses Sicherheitssystem ist so veraltet, dass es alleine schon dadurch geschützt ist. Aber ich krieg es hin. Ich muss hier nur manuell etwas umstellen. Ja, mach du nur, mach du nur, mach du nur. Wir warten ein Teil. Ja. Ich hab's. Na, ist schön. Sesam, öffne dich. Bams. Ach du Scheiße, sind da viele wach. Okay. Der ist auf jeden Fall tot. Bang! Nächster. Ist dann hier. Komm ich da runter? Perfekt. Bam! Einer kommt gerade. Shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Lass da keinen sein, das. Oh shit, da ist einer. Jetzt werde ich langsam panisch. Da steht einer. Da oben ist einer, der da unten ist wieder weg. Gute Sache. Dann schauen wir, dass ich hinter den da komme. Nee, braucht gar nichts. Komm mal mit. Da unten ist auch eine Wache. Ich muss eh da runter, das passt ja. Da steht eine Wache genau in Blickrichtung. Auf der Treppe steht einer. Die Treppe ist weg. Okay, vorsichtig. Vorsichtig ran da. Ich würde da nur gerne runter irgendwie. Geht das nicht? Nee. Okay, ich muss an dem da drüben vorbei, sonst komme ich nicht an die Wache ran. Warte. Steht noch da. Wo ist er lang? Wieder runter. Perfekt. Okay. Das Problem ist, er läuft mir dann genau in die Arme. Das heißt, ich muss saumäßig schnell sein. Achtung. Hi. Und tschüss. So, jetzt müsste ich auch locker an den da rankommen. In der Hoffnung, dass die zwei da mich nicht sehen. Ich höre Schritte ganz nah bei mir, das macht mich unglaublich panisch. Okay. Nicht gut. Ich komme da nur in einem Weg rüber. Und zwar so, und da muss ich echt schnell sein. Komm her. Gut gemacht. Ich will die zumachen. Ah. Nix hier weg. Rose, ich habe gerade einige der Einbrecher hinter mir gelassen. Offenbar suchen sie etwas. Oder jemanden. Dann seh zu, dass du Blooming findest und dann mach dich so schnell wie möglich aus dem Staub. Okay, aber den finden wir erst hoffentlich im nächsten Part. Bis dann, euer Smokey. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Däumchen da oben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.